Kylab. Und wir machen heute ein bisschen was mit Wasserfarben, mit digitalen Wasserfarben oder Aquarellen. Und dafür habe ich hier mein Tablet, wie ihr seht. Und zwar läuft auf diesem Tablet ArtRage Version 6. Ja, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. Und ja, wir schauen einfach mal, dass wir ein bisschen Spaß damit haben. Nichts Wildes irgendwo. Und ich möchte einfach mal zeigen, wie cool das ist, was man hier mit Wasserfarben machen kann. Es gibt viele Programme, die Wasserfarben beherrschen. Also das ist jetzt hier, ArtRage ist jetzt nicht das Programm schlechthin dafür. Aber ich habe ArtRage, auch nicht die aktuelle Version. Die aktuelle Version wäre ArtRage Vita. Aber wenn ich mir dafür das Upgrade kaufen wollte, funktioniert das momentan bei mir nicht. Also man soll irgendwie einen Coupon-Code bekommen, wenn man sich in seinem Account einloggt und dann weitergeleitet wird auf den Microsoft-Shop. Passiert aber nicht und ich müsste dann quasi die 80 Euro bezahlen vollständig. Abgesehen davon, dass ich das jetzt nicht unbedingt brauche. Also die Vita-Version hat vor allen Dingen ein neues Farbmodul, also so ein Farbpicker. Und vor allen Dingen kannst du in der Vita-Version ich muss mal kurz reinhören, ob alles überhaupt läuft. Vita-Version, genau. Okay. Also in der Vita-Version kannst du mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Es wäre natürlich lustig, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Nonbytes bitten würde, das auch zu machen. Aber ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache, da muss sich jemand, der andere auch diese Version kaufen. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb sie das gemacht haben. Sie gesagt haben, hey, wir können hier viel, viel mehr Lizenzen verkaufen. Also ich finde, ArtRage ist ein schönes, relativ schmales Programm, also von den Ressourcen her. Wenn du es mit Painter oder so vergleichst, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Painter kann natürlich sehr viel, aber das ist so ein typisches Corel-Programm mittlerweile. Da wird unheimlich viel reingeschmissen, um den Preis zu rechtfertigen. Und wer den Preis dann auch noch bezahlt, ist sowieso selber schuld, weil man kann das meistens günstiger bekommen. Also ich habe zum Beispiel, wie war das bei mir? Ja genau, ich habe das Painter über ein Humble Bundle bekommen. Das heißt mit anderen Worten, ich habe für meinen Painter irgendwie 25 Euro bezahlt. Ja, ja, 25 Euro statt 400 irgendwas. Okay, so viel zu Preispolitik von Corel. Was wir hier haben, ist also diese normale Oberfläche von dem Programm hier. Das hier können wir mal ausschalten. Was ich sehr spannend und sehr nützlich empfinde, ist halt, dass du hier in diesem Programm einfach hier mit deinen Fingern auf dem Tablet einfach hier die Oberfläche schön drehen kannst. Und jetzt wirst du sagen, ja wieso, das ist doch ganz normal beim Tablet. Ja, dann würde ich sagen, versuch das mal bei Affinity Photo oder Affinity Designer. Die machen genau das nicht. Ja, und dann denkst du, wieso? Ich meine, auf ihren Tablet-Versionen machen sie es. Ja, also auf der iOS-Version von dem Programm ist es drin, aber nein, auf dem Windows-Tablet keine Chance. Naja, ist dann halt so, muss man sich jetzt nicht länger darüber überlegen, warum. Die machen das halt nicht, beziehungsweise vielleicht warten sie einfach auf die richtige Gelegenheit. Ja, wir stehen ja demnächst, ja, also die Spatzen zwitschern es ja schon von den Dächern so ungefähr, ja, dass die demnächst tatsächlich auf die Version 2.0 gehen werden. Und das bedeutet, dass alle, die sich von Affinity diese Programme gekauft haben, dass sie dann natürlich das erste Mal seit Jahren, ja, wenn du von Anfang an mit dabei warst, seit Jahren ein Update- oder Upgrade-Preis bezahlen müssen. Und ich meine, wenn du weißt, dass so eine Lizenz normalerweise 54 Euro kostet,
Und du seit Jahren nichts, oder ich habe ja noch nicht mal, ich habe 36 € damals bezahlt, als ich eingestiegen bin. Und seitdem, seit 2015 oder so, habe ich nichts bezahlen müssen, obwohl da unfassbar viel Funktionalität dazu gekommen ist. Ja, das ist eigentlich kaum zu fassen. Naja gut, aber dafür haben sie eben halt keine drehbare Canvas, also keine drehbare Zeichenoberfläche mit den Händen. Du kannst es zwar drehen, aber musst du Tastatur und Steuerung oder sowas. Und ich glaube, mit der Kursortaste kannst du das dann drehen, naja. Oder kann man das mit der Maustaste, mit Drehwheel? Nee, kann man nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Ja, also wir sind jetzt hier jedenfalls heute hier in Art Rage und du siehst, ich habe hier Farbproben schon, die habe ich in meinem letzten Projekt hier angelegt. Und das finde ich ist immer eine schöne Sache, dass man, wenn man weiß, dass man eine Farbe benutzt, dass man sie als Farbprobe ablegen kann, um sie jederzeit wieder benutzen zu können. So, was ich jetzt gerne mal machen möchte, ist, da wir ja heute mit Wasserfarben arbeiten, ist einfach nur als erstes mal ein bisschen Spaßprojekt. So, also brauche ich erst einmal hier irgendetwas, was mir hier Wasserfarben produziert. Und das machen wir hier. Haarschleins, ist eigentlich egal. So, ich habe jetzt schwarz gewählt, wie du gesehen hast. So, und dann kann ich hier den Pinsel so dick machen wie möglich. Das ist auch heute notwendig, weil ich hier die Zeichenoberfläche, wie du siehst, ist nur auf 37%, wenn ich hier also die ganze Zeichenoberfläche sehe. Also das heißt, ich habe hier quasi ein 4K-Bild. Ich mache das gerne, weil man dann irgendwie auch noch ein bisschen herumscrollen, also nicht scrollen, herum zoomen kann. Und wenn du quasi hier auf Bildschirmgröße arbeitest, und du willst da reinzoomen, dann hast du halt eine Menge Pixelbrei. Und so kann ich halt einfach hier ein bisschen was machen. Kann sagen, oh, das ist aber schick. Und dann gehe ich nochmal rein und es ist immer noch schick, weil ja, eben ich jetzt gerade erst bei 80% bin. Ne? So, das ist hier schön schwarz. Na, ist nicht wirklich schwarz. Aber du siehst, es ist halt so, wie vielleicht. Ja, vielleicht kann man ein bisschen mehr machen hier. Mal mit Heavy Bleed. Das ist natürlich hier wieder das Problem mit dem mit der Pinselgröße. Ja, okay. Und da siehst du, das ist dann schon wesentlich weniger stark. So, ich versuche mal hier was zu finden, wo ich hier eine möglichst starke Ausprägung bekomme von dem Schwarz. Ja, hier. Ja. Warum mache ich das? Weil ich später damit. Okay, das machen wir jetzt mal alles weg hier. Das ist zu viel. Stört dann und dann kannst du nicht wirklich was Schönes draus machen. So, ich habe jetzt hier so einen Blob gemacht, wie du siehst. Und was man jetzt sehr schön machen kann, ist, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich nehme einfach Wasser. Jetzt gehe ich her. Ja, wieder zu. Und das ist ja normalerweise eine Riesenschweinerei, wenn du damit arbeitest also im nicht digitalen Raum. Ja, aber hier kannst du das halt alles machen und ohne dass du jetzt hier eine größere Schweinerei halt hast, ne? Du siehst es allein schon mit einer einzigen Farbe, nämlich schwarz, kann man hier schon sehr interessante Sachen machen. Man muss dann halt hin und wieder mal wieder zurückgehen und Schwarzfarbe dazu fügen, damit man davon aus arbeiten kann. Ja. Ich mache jetzt keine
den Pinsel nicht schon wieder groß. Das hat mich jetzt dann doch ein bisschen zu viel. So, dann gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Zum Beispiel mit diesem Heavy Bleed. Man könnte sich vorstellen, dass man so eigentlich ganz gut Wolken zeichnen kann. Ne? Und das meinte ich halt auch damit, dass im Grunde genommen du gar nicht so super zeichnen können musst, malen können musst, um Ergebnisse zu erzielen, mit denen man, von denen man erstmal selber überrascht ist. Ja. Also man könnte sich vorstellen, dass das hier so eine Art Wolkenformation ist. Ja. Machen wir vielleicht noch mal so eine Unwetterwolke da draus. Ist immer die Frage, was man da hat. Ne? Hi, Nonbytes. Ich dachte, du bist gerade selber live. Ich hatte jedenfalls gesehen, dass du da live warst, als ich hier mich eingewählt habe. So, dann kann man hier, hier mit solchen, das ist noch wieder nicht so gut, vielleicht eher so, genau. Geht eigentlich erstmal darum, hier mit den Wasserfarben einfach dieses Gefühl zu bekommen, wie das halt ist, wenn man da die Farben verblendet mit Wasser. Das ist im Real natürlich ganz anders. Das ist ein etwas anderes Gefühl. Die Physik ist hier nicht 100 Pro. Ja, also das... So, komm. Ich habe hier irgendwann mal auf Windows 11 umgestellt auf dem Rechner. Und seitdem ist alles ein bisschen, naja. Ich meine, Windows 11 ist schon ein schönes System, aber so Sachen. Ah, du bist für heute fertig, okay. War demnach also ein kürzerer Stream. So, und jetzt können wir zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt eine neue Ebene. Deshalb eine neue Ebene, weil ansonsten das alles sich miteinander vermengt. Und dann ist die Frage, welche Technik benutzt man dafür? Okay, dann sieht man gut, das ist, wir brauchen ein bisschen mehr noch Dunkleres. Und dazu gehen wir wieder in die Ebene noch tiefer, die wir drunter legen.
Das Dry and Wet ist eigentlich ganz gut dafür. Hallo. Wieso wird das jetzt übermalt? Ich bin noch jetzt auf Ebene 3 hier unten. Warum übermalt der alles hier? Das finde ich ja sehr merkwürdig. Wenn ich das jetzt ausschalte. Ja, 33, 34 Minuten. Das ist eigentlich ein ordentlicher Livestream, ja. Stimmt, hast recht. Als ich reingeschaut hatte, hast du wahrscheinlich gerade erst angefangen gehabt. Okay. Warum ist es so durchsichtig? So, okay. Das ist dann natürlich schon interessant. Das heißt, mit anderen Worten, das lässt sich so kaum machen, was ich da vorhabe. Außer natürlich, man geht jetzt her und sagt, okay, man fängt jetzt wieder an, hier das Ganze zu verteilen. Jetzt merkt man natürlich auch, dass durch diese verschiedenen Ebenen jetzt natürlich ein bisschen die Performance leidet. Also man kann solche Pinsel auch selber machen und 100% ist nicht der Anschlag hier, sondern das ist nur für diese Einstellungen hier. Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber das ist eben, weil diese Wasserfarben sind halt auch sehr transparent. Wenn ich das hier selber transparent... Ja, man kann es natürlich dann so machen und dann sagen, okay, ich verschiebe das irgendwo hin. Wo ist das Transformieren? Genau. So, dann hat man ein bisschen mehr von diesem, sieht man ein bisschen mehr von diesem Blitz vielleicht. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, so, dann hat er das halt einfach jetzt verschoben. Sieht jetzt nicht so toll aus, muss ich sagen. Bin jetzt nicht so super davon begeistert. Aber vielleicht kann man mit dem Blitz noch was machen. Also, wir haben jetzt den falschen Dingsbums. Gott. Nein, nicht alles zurück. So. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also normalerweise sehen Blitze natürlich ganz anders aus.
Ja. Gut, also mit dieser Technik, mit diesem Verteilen von Farben, will ich jetzt gleich was Neues machen. Moment, anstatt was Neues zu machen, kann man hier auch einfach sagen, okay, wir löschen einfach die verschiedenen Ebenen. Und die unterste müssen wir halt den Ebeneninhalt löschen. So. Uch, da habe ich jetzt falsch. Waren nicht beide Finger auf der Oberfläche. So. So. So, was ich jetzt machen möchte, ist ein Alpenpanorama. Könnte man sagen, Kai, bist du des Wahnsinns, du hast noch nie ein Alpenpanorama gezeichnet. Na, das stimmt, im Livestream habe ich es noch nicht gemacht. Und witzigerweise geht das mit dieser Technik, die ich heute verwenden werde, sogar relativ gut. Vorausgesetzt, ich weiß noch, wie es geht. So, welche? Das Delicate and Dry ist wahrscheinlich sogar ganz gut geeignet dafür. So, genau. Also was wir bei so einem Alpenpanorama hier haben, ist, dass wir relativ schroffe Berge weiter oben haben und weiter unten ist es dann so grün und hügelig. Machen wir vielleicht erstmal diese grünen Hügel. Den Rekorder werde ich heute nicht verwenden. Das ist übrigens eine tolle Funktion, ne? Du kannst hier einfach alles aufzeichnen, was du machst, alle Striche als Skript und kannst es dann später, wann immer du willst, das Skript ablaufen lassen und dann zeichnet er dir das, was du gemacht hast, nochmal nach als Bild. Und das ist natürlich jetzt für solche Sachen wie Livestreams oder so natürlich eine super Situation. Aber ihr habt gerade gesehen, ich mache das gerade nicht, ja? So, also machen wir jetzt hier erst einmal verschiedene. Uah, nope. Nicht so. Der ist zu schwach dafür. Da brauche ich jetzt was Starkes. Also, vielleicht diese Harshlines. Puh, das Grün kommt aber nicht sehr stark raus. Also dann doch noch mal was anderes. Hast du gesehen, bei Amazon Prime haben sie jetzt das Stream Deck für 99 Euro. Ich war ja sehr schwer noch mal versucht. Und ich mach's vielleicht auch noch. Warum kommt da so wenig Farbe? Farbmenge 100%. Vielleicht ist es dieses Farbausbluten. Nochmal. Ich habe doch hier was ganz anderes gewählt. Das ist die Farbe. Ach so, der ist immer noch bei dem Alt oder irgendwas anderem. Nee. Allerdings die Version, die sie anbieten, ist die alte Version, nicht die MK2, nicht die Mark II. Warum ist das? Das ist doch nervig. Ist mir zu
dünn. Ich mache das anders. Das ist das hier. Was habe ich? Ach, ich weiß, was los ist. Ja, das MK2 hat ja noch ein paar Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass du das Kabel auswechseln kannst und sowas. Ja, also wenn hier mal was mit dem Kabel passiert und es ist nicht, davon hat man schon gehört, dass was mit dem Kabel passieren kann, ja, dann hat man halt Pech. Ja, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und bei dir ist es halt so mit dem MK2, dass du einfach, also der, ja, ein neues Kabel ransteckst und es geht weiter, ne? Schauen wir nochmal. Ich glaube, das war das Problem, dass das einfach auf transparent gestellt war. Typisch Akai. So. Ah. So, ja. Nein, wie gesagt, das Kabel ist eigentlich der Knackpunkt. Es gibt viele Leute, die feststellen nach einiger Zeit, dass das Kabel schwach wird bei dem ersten. Und dann kannst du nichts machen, dann ist es halt kaputt. Und bei dem MK2 hast du halt ein ansteckbares Kabel, das ist nicht fest installiert. Und du kannst einfach ein anderes Kabel ranstecken und dann sollte das jemals passieren, wovon ich noch nie gehört habe. Also es ist einfach stabiler, das MK2. Aber ich habe es nicht, weil ich, ja, ich habe es viel früher gekauft, bevor es das MK2 gab. Also ich hätte mir das MK2 auch gekauft. Ugh. Das muss hinter. Okay. Warum ist es? Nee, hier. So. Ja, das ist 44,90 € mehr als zurzeit oder so. Also bei Amazon Prime, diesen Prime Day, ne? Ich habe da nochmal gleich zugeschlagen und habe für meine Frau eine neue Webcam gekauft. Da gibt es von Razer eine, die ist richtig gut. Und ja, da habe ich halt zugeschlagen, weil die kostet sonst oder hat früher 200 € gekostet vor einem Jahr und die kostet jetzt nur noch unter 100 € irgendwas, 90 € oder so. Voll verrückt. Ja, vielleicht sollte ich hier einfach eine. Es gibt hier, glaube ich, auch den entsprechenden Eimer dafür. Also für Füllen. Aber naja, gut, ist jetzt nicht so wichtig. So, lassen wir das mal so stehen. Einfach zwei Hügel. Und dann gehen wir jetzt her und brauchen jetzt allerdings wieder eine neue Ebene. Die ist auch wieder dahinter, ne?
Wobei das eigentlich egal ist. So, und jetzt gehen wir her und nehmen Schwarz. Und jetzt male ich meine Berge. Müsste mit der gleichen Technik gehen. Da versuche ich sogar mit etwas dünneren Linien zu arbeiten. So sieht das jetzt aus. Und jetzt könnte man sagen, Kai, das ist ja total bescheuert. Und das stimmt. So sieht es jedenfalls aus. Aber man kann hier schon was draus machen. Wo ist jetzt Just Water? So, und jetzt brauche ich aber wieder die ganz breite Sache hier. Also die Grundidee ist ja, dass im Grunde genommen, wenn du in den Bergen bist, der Hintergrund ja immer so ein bisschen dunstig ist. Es ist jetzt nicht super scharf alles und sowas. Und damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Okay, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Der letzte war blöd. Der Abstecher runter, das machen wir nachher. Das ist jetzt erstmal nur die Vorbereitung hier. Ich nutze hier gerade noch die Löschfunktion so ein bisschen. Ja, weil er halt manchmal so einen Ausreißer macht hier mit dem Stift. Genau, Hauptsache es macht Spaß, ne? Aber du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du machst schon ziemlich geile Sachen. Ja, der Lenovo-Treiber ist hier manchmal ein bisschen blöd mit diesen überstehenden Dingern hier. So, und jetzt kommen die die eigentlich interessanten Sachen, die der Sache so ein Stück weit 3D-Charakter geben. Ich bin mir aber nicht immer sicher, ob ich jetzt gerade die richtigen Tools dafür verwende. Okay, wir machen das mal so ein bisschen schmaler, weil das passt eigentlich auch. Genau, das ist das, wo ich sage, Mensch, warum hat er das jetzt gerade wieder gemacht?
So, dann gehen wir wieder her und arbeiten wieder mit dem Wasser. Hat die Tridestone. Ja, das war das, glaube ich. Naja, egal. Muss ich immer überlegen, das sind ja solche, wenn man das jetzt von der Überlegung her sich anschaut, sind es ja quasi kleine Kämme. Und die gehen also links und rechts ein bisschen runter. Das ist irgendwie so ein Tanz auf der Rasierklinge hier. Nimmt man zu viel weg, sieht es nach nichts mehr aus. Ich meine, es gibt natürlich auch ein Tool, das im Grunde genommen das auch macht. Soweit ich weiß, wie heißt denn das nochmal? Also an sich mag ich das mit dem Wasser am liebsten. Ja, danke. Ja. Musik ist bei mir ein bisschen mehr natürlich. Aber das ist halt auch über Jahre entstanden. Also ich meine, also beim Malen ist es halt so, dass ich sehr lange für mich in Anspruch genommen habe, dass ich einfach nicht malen kann. Und dann habe ich die Doodle Revolution gelesen von der Sunny Brown. Und sie hat im Grunde genommen gesagt, jeder kann zeichnen. Das ist nur eine Frage dessen, wie gut. Ja, und wie gut, schon wieder, wie gut es am Ende ist, das wird man dann eben sehen, je länger du dabei bist. Ne? Und ich habe aber jetzt sehr lange nichts gemacht, muss ich sagen. Und deshalb sieht das jetzt auch wirklich nicht so toll aus, aber es zeigt sich eigentlich schon ein bisschen hier, ne? Wie das aussieht. Die grünen Hügel im Vordergrund sind Mist, aber sonst ist eigentlich ganz gut. Das hier muss ich nochmal machen, obwohl, nee, das kommt gut. Also wie gesagt, das sind halt so Kämme und die muss man dann eben entsprechend auch ausführen. Und jetzt wird es auch, schau mal, wenn du jetzt hier so diese Linien schaust, das wird.
hatte schon die Befürchtung, das wird ein typischer Livestream ohne Ergebnis. Aber eigentlich kommt es ganz gut. Frage ist, können wir ähnliche Ergebnisse erzielen mit den grünen Hügeln? Das habe ich eigentlich überhaupt noch nicht versucht. Wäre mal was. Probieren wir mal aus. Also beim grünen Hügel hast du ja im Grunde genommen dann auch. Ah, nee. Da musst du natürlich die richtige Farbe wählen. Vorher. Ich glaube, da muss man mit dem Ausbluten arbeiten. Mal zurück. So, da gibt es ein Tool, das nennt sich Ausbluten. Oder Heavy Bleed. Genau. Ja, damit kommt man ganz gut klar. Nonbytes, weißt du da irgendetwas drüber, wann die neuen, also die 2.0er-Versionen von Affinity rauskommen? Affinity Designer, Affinity Photo und sowas? Das soll ja jetzt irgendwann mal der Fall sein. Ich habe nur da so ein bisschen den Überblick verloren. Moment, jetzt nicht auf den anderen, weil das ist eine andere Ebene. Da passiert dann sonst nichts. Das war dieses Ding hier. Ja. Also dieses Ausbluten funktioniert so, dass man hellere Stellen bekommt ganz am Anfang und dann fängt er an, in der Farbe zu malen bzw. die Farbe zu übernehmen zum stärkeren Zeitpunkt oder im stärkeren Maße. Und deshalb muss man eigentlich immer kurze Pinselstriche machen damit. Aber das Ergebnis ist dann eigentlich ganz nett. Ich müsste dann vielleicht hier mal überlegen, wie man das noch besser verteilen kann. Im Grunde genommen braucht man dann vielleicht auch so Bäume oder sowas nachher. Ja. Also im Grunde genommen dadurch, dass das jetzt nicht mehr so plan ist, die Farben, sieht es eigentlich ganz gut aus.
auch die grünen Hügel dann. Was mich fast ein bisschen überrascht. Erinnert mich so ein bisschen an die Vogesen, diese Hügelform. Also du hast da noch nichts gesehen zu. Erst nächstes Jahr, also ich hatte schon Gerüchte gehört, dass es eigentlich dieses Jahr was sein sollte. Aber das war halt auch nur irgendwelches Forum, ja, wo dann halt geplappert wird und dann denkst du so, okay, ja, gut, kann ja sein. Weißt aber nicht, was du daraus machen sollst, ne? So, gehen wir mal wieder auf die andere Ebene hier zurück. Das ist bei diesen Programm mit so natürlichen Medien arbeiten, also quasi simulieren, wie zum Beispiel hier Wasserfarben oder so. Da hast du halt immer ein. Lassen wir uns mal überraschen. Erste Frage: Wann kommt die zwei, das zweite? Frage: Wie wichtig ist welche große Neuerung? Das bringen. Hast du vielleicht eine Idee? Naja, also eine Sache wäre mir sehr wichtig, dass die bringen würden. Und das wäre, dass man hier auf dem PC oder auf dem Tablet am PC zum Beispiel hier wie hier auch, ja, mit einer Fingergeste die Oberfläche drehen kann. Ja, klingt eigentlich banal, aber es gibt es nur auf den iPad-Versionen derzeit. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich ungern mit Affinity auf meinem Tablet arbeite. Weil das einfach so, das ist so unnatürlich, dass du nicht einfach mal schnell was drehen kannst mit der Hand und dann einen geraden Strich ziehen kannst in die richtige Richtung und solche Sachen. Ja, das ist so bescheuert von den Leuten, dass die das nicht umgesetzt haben. Aber ich bin sicherlich nicht der Einzige, der Wünsche hat. Es ist halt sowieso unfassbar viel, was hinter den einzelnen Menüpunkten steckt. Ja, also da gibt es so vieles. Ich weiß nicht, also hier bei diesem Programm zum Beispiel hast du eine Symmetriefunktion, du hast auch eine Symmetriefunktion, zum Beispiel bei Autodesk, nee, nicht Autodesk, nicht mehr, bei Sketchbook Pro. Und bei vielen anderen Programmen, so eine Symmetriefunktion, das heißt, dass du quasi was spiegeln kannst, aber bis zu 8 Achsen oder sowas, da kannst du ganz tolle Sachen mitmachen. Und soweit ich weiß, gibt es das nicht in Affinity. Obwohl, also in keinem der Affinity-Programme. Obwohl ich denke, das wäre etwas, was wirklich einen Mehrwert bringen würde, ne?
Das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Schauen wir mal, ob wir das noch wieder retten können. Ja, Low Blending. Ich brauche einfach ein dunkleres Grün jetzt erstmal hier. Oh, okay. In Foto gibt es also. Okay, muss ich mal ausprobieren. Aber warum nicht in Designer? Da wäre es auch ziemlich cool. Insbesondere mit den Vektorobjekten. Okay. Also sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus als vorhin. So, und dieser Teil hier ist noch total unentwickelt. Da müssen wir noch was machen. Du meinst von Elgato her? Tja, keine Ahnung. Musste mal den Vorschlag machen. Ich glaube, dass viele Leute, die sich das mit nur 6 Tasten da gekauft haben, sehr bald bereuen und dann sagen, ich habe zu wenig Tasten und sich dann halt vielleicht doch noch das mit 15 Tasten nachkaufen und vielleicht das andere dann auf eBay oder so verticken. Das mit den Bergen wird jetzt hier sukzessive besser, stelle ich fest.
Langsam habe ich wieder hier den Bogen raus. Ich habe die mit 15 Tasten. Du meinst die mit 32 Tasten? Ich habe übrigens eine ganze Menge Videos über das Stream Deck gemacht, über Einrichtung und so weiter. Insbesondere auch zur Verwendung, wie man die Musik, die es dazu kostenfrei gibt, wie man das als Hintergrund Musikstreams einrichtet per Makrotasten und so weiter. Und wie man sie vor allen Dingen wieder stoppt, weil das war, glaube ich, das größte Problem bei den Leuten. Du hast das Ding abgeschickt und dann hat er, und dann wolltest du die Musik nicht hören und dann konntest du sie nicht mehr stoppen. Und da habe ich dann ein eigenes Batch-Skript für geschrieben. Und das kannst du quasi aus dem Video heraus dir selber ableiten. So. Ja, das sieht jetzt nicht so ganz so aus, wie ich es haben möchte. Es sieht zwar für sich allein super aus, aber das liegt aber daran, dass das nicht richtig ist. Das müssen wir nochmal überarbeiten. Also das da oben sieht nicht so gut aus wie das hier. Das ist witzig, echt. Aber gut, kann man verstehen. Das war das Strokes on Wet. Okay, das. Und welche habe ich verwendet, um die Farbe aufzutragen? So. Ich vergesse immer wieder, was ich gemacht habe. War das das hier? Nein. Okay. Aber du hast ja vorher kein Livestreaming gemacht. Also das Livestreaming ist sozusagen die Königsdisziplin, wo du einfach Kontrolle brauchst. Ja, und die Kontrolle wird dir halt durch das Stream Deck gegeben. Das ist einfach ein fantastisches Tool dafür. So, Delicate. Das hier. Ja, genau. Damit haben wir es gemacht.
Also machen wir hier nochmal alles neu. Wo ist das jetzt? Warum ist das jetzt so schwierig? Ja, der Natti hat ein Video drüber gedreht. Ich weiß nicht, kennst du den? Der hat einen eigenen Twitch-Stream und der macht nur Sachen über Streaming und wie man da besser wird und sowas. Und der hat all diese Tools, die es halt gibt, die testet er und zeigt die verrücktesten Sachen damit. Und der hat auch über dieses Update ein Video gemacht. Ich habe es noch nicht installiert, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch ein paar Tage lang Urlaub gemacht mit meiner Frau. Deshalb war ich auch letzten Freitag nicht im Livestream. Habe aber schon Videos gedreht, so ist es nicht. So. Das Ding hatten wir mit. Genau, damit. Das sieht so viel interessanter aus. So. Nein, aber der Nati ist eine Legende. Und ich habe so viel von dem gelernt. Was besonders lustig ist, sind seine, der nimmt, wie nennt sich das? Snapcam. Ja, dieses ist ja diese Software. Damit kannst du sagen wir mal, sehr spannende Veränderungen an deinem Gesicht durchführen. Und also gibt es zum Beispiel eine Snapcam, die dein alter Ego als Frau zeigt. Ja, und das ist dermaßen heftig. Das ist wirklich so lustig. Aber ich glaube, ich habe darüber auch ein Video gemacht. Ja, das sieht viel, viel stärker aus, das muss man echt sagen. Ich muss mal kurz dieses Ding, dieses Video raussuchen. Das ist mit Snapcam. Das ist so dermaßen lustig. So, schauen wir mal. Mein Kanal. So, und jetzt hier irgendwas mit Snapcam. Nein, findet man nicht. Das ist ja doof.
Warum finde ich das jetzt nicht? Vielleicht Snapcan. Aha. Ich glaube, ich habe das jetzt. Ich suche das jetzt gerade raus. Das war sogar ein Livestream, deshalb hat er das nicht gefunden. Genau, hier. Okay, jetzt halte ich fest. Kommt jetzt, pass auf, muss ich auf diesen Bildschirm gehen. Mit Snapcam. Das ist einfach virtuell draufgeklatscht. Also ich habe da nichts gemacht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie Schminke aufgelegt oder sonst was, sondern das ist alles per Computer erzeugt. Real Fake. Okay, was ich da vor mich hin blubbere ist nicht weiter wichtig. Das zeigt halt einfach nur, wie ich diese verschiedenen Sachen ausprobiere und mich dabei total verstricke, wie immer. Aber ich fand das so cool, muss ich sagen. Und so sieht es in Realita aus. Warte mal. So sieht es aus ohne diese komische Figur da. Also ohne den Real Fake. So, Moment, gerade mal schauen. Hier. Und da ist wieder dieser Real Fake. Habe ich den auch mal vollständig in voller Größe? Nee. Schade. Es ist ziemlich krass auf jeden Fall. Okay, zurück zur Kunst. Also ich habe das von dem Nati. Ne? Wo war ich? Das kann ich mal nicht mehr. Den zeige ich dir auch noch, den Kanal. Also es ist wirklich was, wo man echt viel lernen kann. Mal zurück. Nati. Nicht, dass ich bei diesem komischen Namen. Genau, das ist der Kanal. Hier, Nati. Und hier siehst du, dass er über das Stream Deck gesprochen hat hier. Und hier erklärt er, wie man mit verschiedenen Audio-Tracks arbeitet. Dann verschiedene OBS-Scripts, um jetzt hier irgendwelche Zuschauer zu beeindrucken. Und dann hat er hier das Beacon getestet. Das Beacon ist ein neues. Ja, neues Tool, Mischpult, Mikrofon und was weiß ich was alles. Und sah kurze Zeit so aus, als wäre das sozusagen das neue Streamer-Tool schlechthin. Und dann zeigt sich eben, dass die viel getrickst haben, dass das Mikrofon absoluter Schrott ist. Aber es war ein ganz großes Thema bei den Streamern, also bei den Leuten, die da Videos drüber machen. So, also der hat jede Menge richtig gute Videos gemacht, wo man richtig viel lernen kann. Das wollte ich dir nur so als Tipp mal geben. So, und wir sind wieder bei der Kunst. Ja, man müsste jetzt hier eigentlich mal schauen, wie viel Platz habe ich noch. Ja, das mit der Sonne ist ein bisschen problematisch. Aber das ist ja genau dafür da. Wir machen hier problematische Sachen.
Also erst einmal brauchen wir natürlich ein bisschen Himmel in dieser ganzen Geschichte. Da habe ich hier, glaube ich, einen ganz guten, gute Farbe für Himmel. Und was nehmen wir denn da? Diese Dried Strokes sind vielleicht ganz gut. So, dann brauchen das wäre wenn im Hintergrund. Ja, die Berge waren auch schon im Hintergrund. Kein Problem. So, und wenn ich da jetzt zeichne. Okay, so richtig blau wird das nicht. Aber man kann hier, indem man dann halt quasi mehr Farbauftrag macht, das Ganze interessanter machen. Einfach mehr kleine Striche ziehen. Das Ganze kann man dann trotzdem wieder ein bisschen verblenden. Später. Also ein Punkt ist sicherlich, warum die jetzt hier quasi die Pinseldicken nicht dermaßen groß machen, hat auch damit zu tun, dass sie natürlich die Performance nicht so stark in Mitleidenschaft ziehen wollen. Es gibt hier auch ein ganz cooles Tool, das nennt sich Farbrolle oder Farbroller. Da kann man auch noch einiges mitmachen, vor allen Dingen, wenn man es dann im Hinblick mit dieser Möglichkeit, Farben zu ja, verlaufen zu lassen. Also muss man sich keine Gedanken machen, ob wenn das jetzt so ein bisschen komisch aussieht vom Farbauftrag. Im Grunde genommen ist es so, der Himmel ist ja auch nicht so durchgehend. Dann hast du natürlich Wolkenformationen, die dann im Grunde genommen dafür sorgen, dass an manchen Stellen das eben heller ist und an anderen Stellen dunkler. Außer natürlich, wenn du jetzt einen strahlend blauen Himmel hast, aber wann haben wir den schon mal? So, jetzt gehe ich wieder her und nehme dieses, vielleicht das Low Blending, genau. Okay, ich wusste gar nicht, dass da ein Farbauftrag mit verbunden ist, aber gut. Warum nicht? Will ich das? Nee. Ist mir zu viel. Dann eben doch Just Water.
Was ist Rebell 5? Also man merkt, dass im Grunde genommen hier die Arbeit mit dem Himmel auch dafür sorgt, dass die Berge selber plötzlich hier noch zusätzlich Volumen bekommen. Und das ist durchaus gewünscht. Warte mal, das ist doof. Ja, also jetzt haben wir einen Himmel und jetzt müssen wir noch eine Sonne drauf pflastern, was wahrscheinlich am schwierigsten sein wird. Also eine neue Ebene anlegen und auch diese Ebene, die ist da, die oberste Ebene quasi. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir eine schöne Sonne herbekommen. Ich glaube, in meinen Farbproben habe ich nichts. Nee. Ich weiß nicht, ob so eine Ockersonne wirklich gut ist. Das erste Mal Software mit physikalischer Farbmischung auf Basis traditioneller Pigmente. Oh, okay. Und was kostet so ein, sagen wir mal, Programm, das jetzt hier quasi mit physikalischer Farbmischung arbeitet und so weiter? So, jetzt müssen wir überlegen, wo wollen wir denn, wo soll die Sonne durchkommen? Also ich persönlich würde sie hier haben wollen. Okay, dazu muss man natürlich hier dann. Also diese ArtRage-Software hier kann auch eine ganze Menge. Sie macht es jetzt nicht so hochtrabend an der Stelle, eben weil es um ressourcenschonendes Verhalten geht. Und das weiß ich ehrlich gesagt auch sehr zu schätzen in diesem Zusammenhang. Okay, das ist irgendwie nicht das Gelb, was ich haben will. Nee, 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 nee. Jupp, das ist klar, dass das natürlich nicht ganz umsonst zu haben ist. Also, sagen wir mal so, wenn du da wirklich viel Wert drauf legst, dann ist es, glaube ich, ein gutes Investment, ne? Und warum hast du es dir gekauft? Benutzt du das viel? Also ich meine, für so ein, wenn man 130 Euro für ein Programm ausgibt, dann muss man da ja schon einiges mitmachen, ne?
damit sich das am Ende lohnt. Oh, okay. Also mit anderen Worten, du benutzt es tatsächlich auch für deine Streams und so weiter. Okay. Ja, also ich habe, sagen wir mal, in früheren Jahren relativ viel gekauft und mittlerweile weiß ich einfach, dass ich nur wenig benutze. Selbst das ArtRage hier ist, wenn man so will, für mich ein Nischenprodukt. Aber hin und wieder habe ich echt Lust drauf und dann macht es auch richtig Spaß. Nee, das war nix. Da muss ich aufpassen. Immer noch nicht. Also im Rahmen dieses Livestreams versuche ich natürlich preiswert Programme und so weiter, also für meine Sachen hier, zu erwerben, um dann mit verschiedenen Programmen zu arbeiten für meine Zuschauer. Aber ich würde nie den vollen Preis für irgendwas heute bezahlen. Ich versuche dann immer so Humble Bundle oder sowas. Ich glaube, ich muss hier noch so einen richtigen Sonnenstrahl reinmachen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den dann am Ende nicht das ist zu dicht. Wohl. Probieren wir es mal aus. Und jetzt wieder viel Wasser. Möglichst breit. Dann eben zu dem Programm gekommen. Ah, okay, verstehe. Also bei dir wird es auch wirklich genutzt. Das ist doch gut.
Bringt mich auf die Idee, dass ich mal wieder bei. Okay, Kunst ist immer am Samstag. Dass ich mal wieder bei Humble Bundle reinschauen muss. Ob die ein gutes Angebot haben für ein paar schöne digitale Artprogramme. Das ist ja witzig. Echt total auf Livestreams. Ich weiß es nicht. Also dafür sind meine, sagen wir mal, so sind die Ergebnisse meiner Livestreams zu erratisch, als dass ich mir das zutrauen würde. Weil du weißt, dass meine Fähigkeiten, mit den Programmen umzugehen, jetzt nicht super gut sind. Insofern ist dann ein produziertes Video oft sozusagen das der Antipol dagegen, ja. Wenn ich mal wieder überaus unbefriedigende Livestreams gemacht habe. Und das jetzt war sehr wie auf Stichwort hier, hat er gleich wieder einen Dings hier. Ach komm. Machen wir lieber so dann. Okay, mein Notebook ist am Ende. Nächstes Mal sollte ich vielleicht mit Kabel arbeiten. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, also mit dem, was ich hier gemacht habe. Warte mal, kann man irgendwie. Vielleicht kann man auch noch die anderen Sachen abschalten. Also man sieht, man kann hier durchaus was machen. Also gut, wenn ich jetzt mal schaue, die Ausrichtung der Bergspitzen oder dieser Bergkämme ist nicht immer logisch an der Stelle. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man macht. Aber insgesamt bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit dem, was hierbei rausgekommen ist. Bei den Sonnenstrahlen kann man sicherlich noch mehr machen. Und ja, alles in allem. Ganz nett mit dieser Wasserfarbentechnik, also insbesondere diesen schrofferen Bergen im Hintergrund, die im Vordergrund, naja, das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht das nächste Mal mit dem Bergsee oder sowas machen. Also es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ich möchte da auch in den nächsten Wochen mehr mitmachen. So. Also, Leute, ihr habt es gehört, bei Nonbytes sind jetzt sehr viele Live-Videos und samstags ist Kunstsamstag bei Nonbytes. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, ich habe heute mal wieder was mit meinem Tablet gemacht, was gezeichnet. Ich habe momentan jede Menge Sachen im Bereich Musik und mal schauen, vielleicht mache ich was am Freitag mit Musik wieder oder vielleicht mache ich auch hier wieder ein bisschen weiter mit Zeichnen. Ich glaube, wenn ich mehr zeichne, wird es dann auch mit der Zeit besser. Egal, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und schwitzt nicht zu viel, denn ab jetzt beginnt es richtig heiß zu werden. Also dann, tschüss.